Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder bei uns bei Delfin TV. Heute, ihr seht schon den Otto Lichtner neben mir, sind wir hier, um über Seelenmusik zu sprechen. Otto macht Seelenmusik und ich bin einfach mal ganz neugierig, was ist das, wie funktioniert das und was haben wir von Seelenmusik? Otto, ich habe eben in den ersten Worten schon gesagt Seelenmusik. Du nennst es aber Lebensmusik. Nun gibt es da irgendwelche Wortspielereien und ich glaube, das ist vollkommen egal, oder? Ja, es ist auf der einen Seite egal, weil wir ja ganz eintauchen in die Schwingung. Und doch finde ich es treffend von dir, dass du Seelenmusik genannt hast, weil diese Lebensmusik, die ich dann auch so umbenannt habe, ein Teil des Lebens beinhaltet und die ganze Seele quasi einfängt, diese Musik, genau. Das heißt, du spielst es, ja im Grunde, du empfängst es aufgrund der Verbindung mit meiner Seele. Richtig. Und dadurch kannst du meine Seelenmusik oder meine Lebensmusik in diesem Fall, weil ich lebe ja noch, ne? Ja, genau. Kannst du die ja spielen. Richtig, genau. Wow. Ja. Und ich möchte auch an dieser Stelle auch den Zuschauern auch noch sagen, dass es heute was ganz Besonderes ist, weil du, Andreas, dich wirklich auch zur Verfügung stellst, heute live deine Lebensmusik zu bekommen und quasi alle, die jetzt zuschauen, mit live dabei sind. Das ist also, da gab es in dieser Form bisher noch nicht. Meine Zuschauer, die kennen mich schon, dass ich oft Versuchskaninchen spiele, wobei auch immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das machen wir heute mal und ihr könnt wirklich dann alles miterleben. Genau. Und von daher gesehen ist es natürlich jetzt spannend, heute das Ganze aus der Praxis heraus zu erleben, mitzuverfolgen. Und ich möchte auch nur ganz kurz einen Abriss machen, wie ich dazu gekommen bin. Das war, dass ich vor circa 10 Jahren kam eine Hellseherin auf mich zu und sagte mir wirklich so direkt, ich habe gerade ein Konzert gegeben und sagte mir dann, und du wirst eines Tages Heilmusik machen. Die hat es dann Heilmusik genannt. Und ich war damals noch ganz im Spielen halt eben auf der Bühne und so und war für mich natürlich ein Neuland und so bin ich dann so Schritt für Schritt mit vielen Experimenten, da waren eben auch viele Therapeuten da, die mir dann das Feedback gegeben haben und ich dann feststellen durfte, dass diese Begabung wirklich da ist. Also die ersten 3 Jahre war ich mein größter Zweifler, weil ich gedacht habe, ups, wie soll denn das gehen? Genau. Und heute kann ich sagen, ich habe jetzt über 800 Lebensmusiken bisher komponieren dürfen, dass eben wie ein Kanal Informationen empfangen werden, wie bei anderen ja auch, die als Medium tätig sind. Also der öffnet sich bei dir, der Kanal, genau, und dann fließt das quasi in deine Hände rein. Richtig, so kann man es eigentlich vorstellen. Wow. Genau. Und das Spannende ist, diese Informationen werden durch die Musik quasi wie auf diese Platte oder diese CD geschrieben, sodass diese Informationen, die in deiner Seele ja stecken, aber an die wir oft gar nicht rankommen, dass die dadurch, durch das tägliche Anhören, du bekommst dann nachher eine CD mit nach Hause und hörst es dann täglich an, also mindestens 28 Tage. Und dadurch werden deine Zellinformationen immer wieder neu beschrieben. Das ist wie, unsere Zellen sind so an der Oberfläche und unsere Information der Seele ist ganz tief drin. So kann man sich es vielleicht plastisch vorstellen oder wo auch immer das dann aus dem Kosmos herkommt. Mhm. Und das wird in diese Musik transportiert und da stecken auch deine ganzen Potenziale, die wir heute rausholen werden. Oh, wow. Ja, genau. Cool. Alles das, was noch vielleicht verborgen ist, kommt dadurch zum Vorschein und kann dann eben ja wirklich umgesetzt werden. Ich habe auch schon Menschen gehabt, die auch einfach Krankheiten haben, Burnout haben, also die einfach dann kommen und sagen,
ich möchte mit der Lebensmusik nochmal andere Bereiche in mir wieder wachrufen, damit zum Beispiel eine Krankheit wieder verschwinden kann, ja. aufgelöst werden dass kann. Dass man dann die Ursache rausholt, dass genau, man das transformieren richtig. Kann und ja. dass dann die Heilung stattfinden kann, dass richtig. Ich dann in die Heilung gehen kann. Ja. Ja. Und spannend ist, dass auch diese Lebensmusik, auch wenn ich es jetzt schon mehrere Jahre mache, auch immer eine eigene Entwicklung noch erfährt. Wie zum Beispiel, hier siehst du ein Blatt Papier liegen, weil ich vor circa 2 Jahren war das, da war wirklich wie so ein Schnittpunkt, da kamen dann vermehrt Botschaften während der Musik, das sind Wortfetzen, ja. die am Schluss der Musik, deswegen habe ich das ja hier auch schon parat liegen, ich dann aufschreiben darf. Das sind dann 2, 3 Sätze, die für dich eine ganz wertvolle Botschaft beinhaltet. Also wow, also bis jetzt, ihr Lieben, steht da Andreas Klein, sonst noch nichts. Also wir sind gespannt. Genau. Ja, und das Datum natürlich. Ne? Genau. Super. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich für unsere lieben Zuschauer noch eine ganz tolle Botschaft. Und der Grund, warum du so erfolgreich mit dieser Lebensmusik bist, der ist darin begründet, dass du ja dein Klavier auf 432 Hertz gestimmt hast. Das heißt, wieder auf den Ursprung von vor, ich glaube 1939, wo das geändert wurde, wieder zurück. Also auch in der Frequenz, in der Mozart zum Beispiel seine wundervolle Musik geschrieben hat und auch ganz die ganzen anderen Komponisten. Mhm. Und die wollten ja auch, dass es in dieser Frequenz gespielt wird. Mhm. Und das hast du wieder gemacht und deswegen ist das so erfolgreich, weil es direkt das Herz anspricht. Richtig. Wobei, da möchte ich noch etwas einwerfen. Es ist immer wieder diese Diskussion mit der Frequenz und sicherlich ist es optimal, wenn man in 432 Hertz das umsetzt. Interessant ist, dass ich ja auch, wenn ich zum Beispiel für größere Gruppen in einem anderen Ort eine Lebensmusik mache, dann steht ja ein Klavier oder ein Flügel zur Verfügung, das eben auf 440 ganz normal gestimmt ist. Interessant ist, was ich jetzt erfahren habe in diesen ganzen Jahren, ist, dass die Intention die größte und wichtigste Rolle spielt. Ja. Mit welcher Intention öffne ich mich als Kanal? Also lasse ich es wirklich komplett durchfließen? Mhm. Mit welcher Intention bist du heute hier? Bist du bereit, das zu empfangen? Und das ist die Information, die durchkommt. Die Frequenz ist dann wie so ein i-Tüpfelchen, was einfach mit 432 Hertz ist nochmal vielleicht ein bisschen weicher macht. Deswegen habe ich auch dieses alte Seelenklavier, ist also über 100 Jahre alt und begleitet mich jetzt schon viele Jahre. Und ich denke, dass da nochmal einfach da noch ein paar Faktoren eine Rolle spielen. Aber ich darf einfach auch dazu sagen, ich habe schon wirklich wundervolle und auch sehr herzberührende Lebensmusiken auf einer anderen Frequenz gemacht, weil die Intention einfach dann dieser Teilnehmer auch genauso präsent war. Ja, das ist ja sowieso das Wichtigste. Genau, richtig. Ja. Und dann vom Gefühl her einfach in diese Richtung zu gehen. Genau. Und da fällt mir jetzt gerade noch was ein, es fehlt noch was, du darfst du noch was aussuchen. Hol ich mal gerade. Also manche Dinge... Hüpft er uns einfach aus dem Bild hier raus, ne? Ja, das macht doch nichts. Nein. Also manche Dinge werden mir auch zugetragen, wie eben vorhin, als ich gesagt habe, 28 Tage. Ja. Das habe ich jetzt auch nicht selbst erfunden. Es war einfach, mehrere Menschen kamen auf mich zu, haben gesagt, weißt du was, 28 Tage, das hängt mit dem Mondzyklus zusammen. Mhm. Das ist eine gute Zeit, aufgrund vielen anderen Erfahrungen, wo diese Musik am besten wirkt, aber sehr viele Menschen hören ihre Lebensmusik weiter an, vielleicht nicht so regelmäßig. Und deswegen kam auch jemand auf mich zu und gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, einen Stein aufzuladen, der wird dann oben auf das Klavier noch dazugesetzt und dieser Stein nimmt die Schwingung der Musik und der Information mit auf, sodass du quasi den dann in deine Hosentasche stecken kannst im Prinzip ständig mit dieser Information in Berührung bist. Und wenn du dann die Musik anhörst, zusammen mit dem Stein, dann ist es natürlich eine noch ganz kräftiger. Starke Kraft. Genau. Das heißt, der Stein unterstützt das dann nochmal durch seine Schwingung. Ne? Nun darfst du einen Stein auswählen. Wenn du sagst Hosentasche, ganz klar dieser hier. Weil dann passt er gut da rein. Okay. Der hat auch eine schöne Einschlüsse, das sieht sehr schön aus. Den werde ich dann nachher, wenn wir dann ein bisschen umbauen noch für die Musik, werde ich den dann kurz nur unter Wasser halten, sodass dieser dann nochmal ganz, ganz frei ist. Ja, super. Ich möchte noch einen Punkt dazu sagen, weil es ist natürlich toll,
dich jetzt hier persönlich da zu haben. Und spannend ist, es ist dann auch 2-3 Jahre später gewesen, als ich damit in die Öffentlichkeit gegangen bin, hat es diese Hellseherin mitbekommen, sonst wäre es ja keine Hellseherin, und sagte zu mir: Otto, du kannst deinen Wirkungsgrad auch noch erweitern, die Leute müssen nicht unbedingt zu dir kommen. Es reicht dir ein Foto aus. Und das war für mich auch mit nochmal eine ganz große Herausforderung. Einfach diese Vorstellung, wie kann man denn mit einem Foto sich da einklinken? Und natürlich habe ich dann auch wieder experimentiert. Die Leute haben mir von weit her ein Foto geschickt. Und letztendlich passiert da genau das Gleiche. Die Qualität der Lebensmusik ist genau gleich. Ich klinke mich in dieses morphogenetische Feld oder wie es auch oft auch anders genannt wird, Energiefeld, ein, und da reicht mir der Blick auf das Foto und ich bin in diesem Feld drin und komponiere dann eben die Lebensmusik und das, was wir heute noch erleben werden, nur dass man dann im Austausch dann nachher nicht mehr sprechen kann, aber die Leute bekommen das dann auf nochmal geschrieben, die Botschaften und das, was noch dazu noch geschehen ist. Also somit ist auch für alle, die jetzt zuschauen und vielleicht in Kiel oder in Flensburg oder in einem Berlin anderen Land oder genau, ich also habe auch schon von Amerika, von Australien Lebensmusikaufträge bekommen. Also ist auf jeden Fall das genau die gleiche Wirkung mit der genau der gleichen Qualität. Muss man auf dem Foto besser in die Kamera gucken? Also sprich, damit du den Leuten in die Augen gucken kannst? Ist das von Vorteil? Nein, nicht unbedingt. Wichtig ist, dass keine anderen Personen auf dem Foto sind. Und falls es wirklich, falls also wirklich ein Foto es nicht anders geht, dann tue ich es dann einfach dann entfernen. Aber normal ist es am besten einfach ein Porträtfoto, man muss aber nicht unbedingt in die Augen, also in die Kamera schauen. Und es muss auch kein Hochglanzfoto vom Fotografen sein. Es kann auch wirklich zack, einfach so ein Schnappschuss sein. Handy gemacht und fertig. Ja, weil dieses Einklinken ist nur für eine Sekunde da und diese Informationen kommen einfach über das Foto und den Namen. Den Namen brauche ich noch dazu. Ja, klar. Wow, das ist ja schön. Also ihr habt gehört, egal wo ihr wohnt, ihr könnt Otto einfach euer Foto auch digital schicken wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Und dann kannst du das ja ausdrucken, damit du es dann vor Augen hast. Genau, also ich habe meistens so einen kleinen Bildschirm dann und da habe ich dann das Foto dann drauf, genau. Prima, dann reicht das ja, wenn man es per E-Mail schickt zum Beispiel. Genau, richtig, ja. Und dann kannst du diese schöne Lebensmusik machen. Was kannst du uns noch zu dieser Lebensmusik sagen? Was ist dir noch ganz wichtig an Informationen, dass wir das jetzt für unsere Zuschauer mal besprechen? Es ist interessant, dass du genau in dem Moment die Frage stellst, weil ich da jetzt gar nicht mehr viel sagen möchte. Ich spüre schon, dass ich jetzt so in dieses, ich komme jetzt in dieses Tunfeld und wir müssen ja noch ein kleines bisschen hier umbauen. Und ich merke schon, ich bin jetzt quasi schon präsent, wie wenn ich jetzt ein Foto angeschaut habe. Und ich denke, dass es über das Tun, über das, was ja heute mal einmalig ist, dass jemand hier zuschauen darf, was passiert denn? Wie spiele ich was? Welche Botschaften? Wir sprechen danach auch. Und ich kann mir vorstellen, dass darüber nochmal die Essenz dieser Lebensmusik einfach nochmal rüberkommt. Von daher gesehen freue ich mich jetzt einfach auf dich, auf deine Musik, auch auf das, was du empfindest, wie du eintauchst. Ihr Lieben, dann wollen wir mal starten und lasst euch überraschen.
Wie geht's dir? Wow. Berührt. Fröhlich. Dramatisch. Ich hatte plötzlich das Bild von Wasser. Also mal schön breit, leicht fließend, dann stromschnellend, richtig wild, bis hin zum Wasserfall und tosend kommt es unten an und dann fließt es wieder langsam und leicht weiter. So wie mein Leben halt ist. Lebensmusik. Wow. Wow. Schön, es war auch, ich durfte auch sehr oft die Hände wechseln. Ich habe ab und zu mal ein bisschen geguckt, denk, oh, was nun? Wow, hab ich gesagt. Das ist immer so ein Zeichen will ich jetzt nicht sagen, aber so ein Gefühl von absoluter Kreativität, so von auch Loslassen von alten Strukturen halt eben. Genau, was, das ist halt eine andere Struktur. Ja, 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 genau. Genau, und dann kommen dann wieder ganz neue Impulse auch dadurch, genau. Wundervoll. Spannend, ja. Und was auch interessant war, dass der Anfang schon so eine gewisse Struktur hatte und immer mit gewissen Tonarten, also angefangen hat es mit D, dann hat es auf C und dann ging es auf E und F und die sind dann so nacheinander gekommen. Und das Spannende ist, man hat vielleicht das Gefühl erstmal gehabt, dass es eine Dissonanz ist, weil es klar, wenn natürlich von C auf D auf E auf F, das ist ja immer so ein manchmal ein Halbton oder ein Ganzton, dann ist es jetzt kein so ein harmonischer Wechsel, was man sonst so aus der Harmonie in der Musik kennt. Und doch war es spannend, wie die miteinander nicht aufgebaut, aber so einen Schritt nach dem anderen gemacht haben. Und interessant ist, wenn ich jetzt so drüber spreche, weil ich diese erste Botschaft auf einmal jetzt mir bewusst wird, was die bedeutet. Weil oft ist so, ich schreibe was hin und weiß es erst gar nicht, was schreibe ich da eigentlich. Ja. Und jetzt im Gespräch oder dann nachher, wenn ich dann auch so nochmal das nachschreibe, dann stelle ich erst fest, wow, was bedeutet denn das? Mhm. Magst du die erste Botschaft hören? Ihr Lieben, ihr dürft live dabei sein. Wow. Ich weiß es auch noch nicht. Also, ihr habt es ja gesehen, wie Otto das gerade geschrieben hat. Die erste offizielle Botschaft per Kamera. Ja, deine Fülle an kreativen Ideen ist grenzenlos. Und deine Herausforderung liegt darin, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ja. Und das war auch in der Musik spürbar. Es war manchmal so, boah, fast schon zu viel. Und dann kam wie so eine, ich sage jetzt wirklich mal, eine göttliche Ordnung, die dann den nächsten Schritt eingeleitet hat. Und dadurch konntest du auch in deinen Potenzialen einen Schritt nach dem anderen gehen und bist nicht selbst also Chaos hat immer auch was Gutes, aber wenn Chaos zu oft ist oder zu viel ist, dann verliert man sich manchmal. Und das hat da auch in der Musik das gezeigt, diesen einen Schritt nach dem anderen, damit all diese Ideen, die in dir stecken und raus wollen und auch umgesetzt werden wollen mit so vielen anderen Menschen, dass die Fuß fassen können, ja, dass die umgesetzt werden können. Und die ein oder andere Idee, die dann halt wirklich nichts ist, die fliegt dann halt raus, das macht nichts. Das ist ganz normal. Genau, aber das war ganz interessant bei dieser Botschaft, auch in der Musik das zu spüren. Ja. Ich habe auch in der Musik gemerkt, wie es im Grunde mein Leben beschreibt. Das ist genau das. Ich hatte solche Zeiten, wo es wirklich chaotisch war und dann kam wieder Struktur rein und ich habe erkannt, was das Chaos bedeutete und konnte daraus lernen. Ja, ja. Das ist wunderbar. Ich habe eigentlich ganz viele Leben in diesem einen Leben schon gelebt. Ja, genau. Ja. Deswegen. Vorhin hast du nur gefragt, wie viel brauchen wir denn von den Tasten? Also ich weiß nicht. Wir haben alle gebraucht. Waren es alle gebraucht, ja, genau. Ihr habt das gesehen. Ich habe also die Perspektive so eingestellt, dass die gesamte Klaviatur von allen 88 Tasten auch wirklich zu sehen ist.
Du hast es gebraucht. Ich habe es echt, also ja, ich habe aber auch schon eine Vorahnung gehabt. Ich wusste schon, kenne dich ja ein bisschen, kenne ich dich ja, genau. Wobei das auch keine Rolle spielt, ob ich jemanden jetzt kenne, weil die Schwingung ist da einfach, das geht, ne? Durch, Moment, genau. Wo ich hier bin, ja, fühlst genau. Du das und weißt. Dann genau. Ist ja diese innere Weisheit, die richtig, wir haben. Genau. Ja, es sind noch zwei weitere Botschaften. So denn. Die hast du sogar selbst schon angesprochen. Aha. Die Lebensfreude ist dein größter Freund bei allem, was du tust. Sie ist auch deine größte Kraftquelle. Und das Interessante ist, auch jetzt, dadurch, dass ich ja schon so viele Botschaften gemacht habe und auch mit so vielen Botschaften schon gearbeitet, in Anführungsstrichen, habe, du wirst merken, wenn du mit dieser Botschaft, ich schreibe es dir nachher nochmal ganz sauber auf, wenn du wirklich die mal daheim mal hernimmst, vielleicht die eine zum Beispiel, und sagst, okay, ich will jetzt einmal einen Tag nur mit dieser Botschaft so mich verheiraten sozusagen, genau. Und ich gehe mal ganz in diese rein und ich spüre mal jedes Wort nach, deine größte Kraftquelle. Das heißt also auch, wenn es mal etwas wieder mal gibt, wo du merkst, so, oh, jetzt ist irgendwas, vielleicht ist man zu lange Auto gefahren oder wie auch immer. Es muss halt immer unbedingt ein Thema sein, aber irgendwie merkst du, oh, jetzt ist irgendetwas, ja, dann erinnere dich, dass das deine größte Kraftquelle ist. Und wenn du einen Kopfstand dann auf dem Parkplatz machst oder und sowas, genau, irgendwas, wo deine Lebensfreude, dann ist es wie so ein, zack, wie so ein Funke, der sofort bei dir, also das war auch in der Musik zu spüren, da war das über Cis, das beinhaltet die Lebensfreude, ich habe sogar Delfine kurz gesehen gehabt. Also du heißt nicht umsonst Delfin TV. Also ich habe wirklich auch viel Wasser gesehen und ich habe wirklich in dem Moment, das war ein Delfin, der erst alleine so und dann kam ein Öffnungsprozess und dann war ein ganzer Heerschar von Delfinen und das ist so symbolisch, glaube ich, auch dein Name, Delfin, diese Freude, diese Lebensfreude. Also wow, ist ja toll. Stimmt ja. Das passt ja. Aber ganz gleich genau. Die Erklärung noch mit dazu. Ja, genau. Ja. Weil ich habe intuitiv damals Delfin TV gewählt. Rein intuitiv. Ja, ja. Weil Delfin ist mein Krafttier. Ja. Und ja. Krafttier. Super. Ja, und jetzt hast du so das, eigentlich diese musikalische, diese Tiefe, das Nachspüren, was es bedeutet, Delfin als Krafttier zu haben. Was bedeutet das genau? Lebensfreude pur. Voll. Also, wow. Und ich muss auch dazu sagen, ich sehe nicht oft Bilder. Also es kommt immer wieder mal vor. Mal gibt es eine Lebensmusik, wo ich es nicht sehe. Die Botschaften, die kommen als Worte, die kommen wirklich angeflogen. Aber manchmal kann ich es dann mit dem Bild umsetzen. Genau. Schön, wow. Tja, und dann gibt es noch einen Bereich, der war ganz am Anfang zu spüren und hat den Schluss, will ich aber gar nicht sagen, den Teil am Schluss, am Ende, ja genau, wobei das ja nicht aufhört, die Lebensmusik, da ist ja kein Ende, sondern das beschreibt ja nur den Seelenzustand, ja, und der hat ja auch keinen Anfang und kein Ende, und aber wenn wir das jetzt erklären wollen, müssen wir irgendwie von Anfang und Ende sprechen. Da kam eine wunderschöne Botschaft durch, noch eine dritte. Wir sind gespannt, ich erst recht. In der Herz, da ist die Lebensfreude, schwingt schon mit. In der Herzöffnung deiner Seele wirst du noch ungeahnte Räume öffnen und damit sehr viele Menschen und Wesen berühren und in ihren Herzen stärken. Ich glaube, den ersten Schritt dazu haben wir genau heute gemacht. Boah. Berührt mich auch. Ich bin mir der Verantwortung bewusst und auch der Wirkung. Und deswegen bin ich hier auf der Erde mit genau dem Job. Wow. Ungeahnte Räume, das ist auch sowas. Habe ich vorhin beim Schreiben schon gemerkt. Ei, da kommt doch was auf dich zu, hä? So denn?
Und auch interessant nochmal hier, viele Menschen und Wesen. Ja. Also es ist manchmal, merke ich richtig so, ich habe das geschrieben und dann, das wollte wirklich noch dazu. Hm. Also nicht nur Menschen, sondern ja, auch Wesen. Es können auch Tiere sein. Es können Tiere, Naturwesen. Es können Naturwesen sein. Und, ja. Geistige Wesen. Genau. Also du wirst da wirklich ungeahnte Räume noch, die vielleicht auch andere noch gar nicht kennen. Ja, wir kennen jetzt schon Engel und Geistwesen, aber vielleicht gibt es da sogar noch mehr, wo du durch deine Arbeit, durch das, was du tust, mit deiner Lebensfreude, mit der Herzöffnung öffnen wirst. Das ist... Und ich merke gerade, jetzt schließt sich nämlich wieder zum ersten Schritt für Schritt. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht mich verrückt machen, oh, was kommt da, was ist da, sondern... Genau. Das kommt zur richtigen Zeit, genau die richtige Information und ich werde genau dann das richtige, zum Beispiel Video machen oder Vortrag halten oder Seminar geben, um genau das dann zu machen. Ich kann also vollkommen gelassen bleiben und einfach, wie heißt es so schön, meinen Job machen. Genau. Wobei das bei mir mit wirklich Lebensfreude auch zu tun hat. Ja, genau. Und allein, dass wir jetzt hier sitzen, das machen können, das ist für mich Freude pur. Mhm. Und dann hinterher diese Filme dann zu schneiden, fertig zu machen und den Menschen zu präsentieren. Mhm. Möglichst viele mit meiner Lebensfreude eben anzustecken, mitzureißen. Seid ihr dabei? Das alles klar. Stimmt. Super. Freue ich mich drüber. Danke für deinen Mut, die Lebensmusik zu bekommen. Es ist für jeden auch eine Mut, eine Entscheidung. Und danke für deinen Mut, heute wirklich in der Öffentlichkeit das Ganze hier mit mir machen zu dürfen, wollen, können, wie auch immer, zu tun. Genau. Gerne. Von Herzen gerne. Schön. Ich danke dir für dein Sein. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt von hier aus alles Liebe. Alles Liebe,